Hallo Leute und willkommen bei Timon. In der letzten Zeit haben sich Menschen in zwei Arten gespalten. Die Spinner hassen und die Spinner lieben. Meiner Meinung nach ist der Spinner ein populäres Spielzeug, wie früher Jojo oder noch früher Farbquadrat. Die YouTuber, die das kritisieren, verdienen Geld damit. Zur Freude für alle, die Spinner kritisieren, machen wir heute einen Mega-Crash-Test mit dem Spinner aus Gallium, den ich in meinem letzten Video gemacht habe. Leute, ich will eure Meinung wissen. Wie steht ihr zu Spinner? Oben rechts könnt ihr abstimmen. So sehe ich, ob ich für euch noch weitere Videos mit Spinner machen soll oder nicht. Ich kann euch zeigen, wie ihr kostenlos einen Spinner selbst herstellen könnt. Bei 3000 Likes werde ich das Video aufnehmen. Heute werden wir ein cooles Crashtest mit Gallium Spinner machen. Wer das Video nicht gesehen hat, Link zum Video ist in Videobeschreibung. Gallium schmilzt schon bei Zimmertemperatur. Wenn ein Zug in der Bewegung ist, heizen sich seine Reifen unglaublich auf. Die Schienen werden auch heiß. Es gibt zwei Möglichkeiten. Spinner zerfällt oder der schmilzt. Stellt das Video auf Pause und schreibt mir in die Kommentare eure Meinung. Leute, wir sind wieder im Zugdepot. Wir werden von Beamten unterstützt. Ihr sollt das auf gar keinen Fall nachmachen. Wir sind auf eine stillgelegte Weiche. Der Zug fährt nur für unser Experiment hier durch. So, wir sind bereit. Es geht los. Oh Mann, das war hart. Es gibt zwei Versionen der Geschichte. Der Spinner ist zerfallen und geschmolzen. Okay, der ist eh geschmolzen. Ich kann das Kugellager nicht finden. Oh, ich habe ein Stück Gallium gefunden. Und noch ein Stück. Also Leute, das ist alles, was von Spinner übergeblieben ist. Hälfte von Gallium ist weg, das Kugellager ist auch verschwunden. Beim letzten Video war zu sehen, was von einem Spinner-Kugellager überbleibt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Teilt es mit euren Freunden auf Facebook und Instagram. Abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald!